Guten Morgen, lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu, komm ich nach dir und ich danke dir für diesen neuen Tag, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, Herr, und dass wir nie allein sind, Herr. Bei dieser wie immer, solche Herr, und ich bete an diesem Tag, dass du uns redest, dass wir dein Wort verstehen, Herr, und dass uns dein Wort im ewigen Leben führt. Das bete ich in Jesus in Namen. Amen. Und wie die Bibel wörtlich von dich da wieder steht, dann erzählen wir, wie gut, wie gnädig, wie barmherzig, wie gütig Gott ist. Weil Gott immer den Wunsch hat, den Menschen zu helfen, den Menschen Gute zu tun, den Menschen zu verzeihen, den Menschen zu sehen. Aber weil der Mensch sein Wort hat. Nicht leid das, was uns fehlt, Herr Tjane. Die meisten Menschen denken, der Gott vom Alten Testament, der wir überhört, der wir strufend. Aber wenn wir mal wörtlich von der Bibel Tjane lehren, sei wieder der Gott vom Alten Testament, kreuze Geld in Genetisch, wie es der vom Nähen, wenn das der Selse ist. Und das Problem bei den Menschen lag, ihre Worte. Ich glaube, dasselbe Problem habe ich von dort. Die Horde. Das heißt in Nehemiah Kapitel 9, Vers 9, als unsere Vorfahren in Ägypten unterdrückt wurden. Hast du dich über sie erbarmt? Am Schilfmeer schrien sie um Hilfe und du hast sie erhört. Der Pharao, seine obersten Beamten und sein Volk haben unsere Vorfahren verspottet und gedemütigt, doch du hast ihnen Einhalt geboten und mit großen Wundern und mit Zeichen deiner Macht. So hast du deinen Namen in aller Welt bekannt gemacht und noch heute spricht man von deinen Taten. Also immer war das sei wie Gottes Güte, Gottes Eingriffe, Gottes Help. Und wie weit er die Israeliten bevorgemordet in der Wüste. Als ich vor den Augen deines Volkes teiltest du das Meer, trockenen Fußes zogen sie mitten hindurch. Doch ihre Verfolger stürzten in die Wogen, wie Steine sanken sie in die Tiefen. Mit einer Wolkensäule führtest du dein Volk, bei Tag und Nacht mit einer Feuersäule. So zeigtest du ihnen den Weg, du stiegst vom Himmel herab, auf dem Berg Sinai und sprachst zu deinem Volk. Du gabst ihnen klare Bestimmungen und Weisungen, auf die man sich verlassen kann, gute Ordnungen und Gebote. Also Gott deid alles Geld. Gott will dort Geld, und wie weit er dort waschen, so viel angehorsam wir, und trotzdem, wie Gott immer war, gnädig. Zeichen verschwefften wieder, als der Hunger sie quälte, gabst du ihnen Brot vom Himmel. Als sie durstleten, ließt du Wasser aus dem Felsen fließen. Du befahlst ihnen, das Land einzunehmen, das du ihnen gesagt hattest. Aber unsere Vorfahren waren hochmütig. Sie widersetzten sich dir und schlugen deine Weisungen in den Wind. So hier sei wie, wo hartherzig das falsch wir. Gott deit immer das Gelde. Gott will immer helfen. Aber das falsch wir war das spannendste. Und kreize erst das von dort mit uns. Das sagt, sie wollten dir nicht gehorchen und vergaßen deine großen Wunder, mit denen du ihnen geholfen hattest. Eigensinnig und widerspenstig, wie sie waren, wollten sie selbst einen Anführer berufen, der sie in die Sklaverei nach Ägypten zurückbringen sollte. Du aber bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig und barmherzig. Deine Geduld ist nie zu Ende. Deine Liebe ist grenzenlos. Du hast unsere Vorfahren nicht verlassen. Also wie seine hier, Gott, wie gütig wir. Gott, wie gnädig wir.
in den Vorfahren, wie hartherzig die wären. Das sagt wieder im Vers 26, doch trotz allem kehrten sie dir den Rücken und lehnten sich gegen dich auf. Von deinen Geboten wollten sie nichts mehr wissen. Sie brachten deine Propheten um, die sie eindringlich ermahnt hatten, wieder zu dir zurückzukehren. Damit haben sie dich selbst beleidigt. Da ließest du ihr deine Feinde Macht über sie gewinnen. Grausam wurden sie von ihnen unterdrückt. In ihrer Not schrien sie dir um Hilfe, und du erhörtest sie im Himmel, weil du Erbarmen mit ihnen hattest. Mir wurde so wichtig, wie Tjene in diesem Gebet von Nehemia so klar sein, wer Gott ist und wer die Menschen sind. Wie seine wir Gott und wir hilfreich und wir barmherzig Gott ist. Die Israeliten haben gesündigt, die haben Gott verloren, dann ging ihnen dort schlecht, dann raubte den Gott, dann hielt Gott ihn trotzdem noch weiter. Und dann hat Gott ihn gerade geholfen, dann redete Gott in Rede, dann schäme den Nöten, dann schrie den Gott, dann half Gott ihn weiter. Wir haben so einen guten Gott. Ich glaube, wir sollen uns so darum bemühen. Gott tritt es an und Gott freut es. Morgen und einfach an das Wiese, dass wir am Trü sind. Herr, ich danke dir für deine Leib und Güte. Und ich bete, dass du uns helfst, dass wir wirklich gehorsam sind. Dass wir die Leibe, dass wir die mit Freude gehorchen. Dass wir dem Wasch das Christe leben mit Freude leben, Herr. Dass wir die über alles leben, dass die Sünde in unserem Hort keinen Raum findet, Herr. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.